Simon und Jens. Hallo Freunde und willkommen zurück im Weltraum. Jens und ich haben uns eine Pizza bestellt. Jetzt geht's weiter mit Starbound. Ich beam mich mal hoch auf mein Schiff. Wir haben uns dafür entschieden, den Grasplanet hier zu verlassen, weil der eigentlich ziemlich langweilig ist. Hier ist nicht viel drauf, keine Bäume und nichts. Wir haben auch nichts Besonderes gefunden. Wir suchen ja im Moment einen Planeten, um eine Basis dann tatsächlich mal zu bauen. Wir sind ja schon jetzt im... Wo sind wir, Jens? Welchen Sektor? Das ist doch dein Schiff. Ich habe keine Delta, Ahnung. Delta, oder? Schau mal, kannst ja gar nicht schauen. Du bist ja von meinem Stuhl runter. Ich bin im Delta-Sektor. Du bist ein Nappel. Ich bin im Gamma-Sektor. Das reicht mir völlig aus, ja. Moment, ich habe da was vorbereitet. Ich habe einen Piratenmantel gefunden. Und was besseres, passenderes zu Captain Badbeard als ein echter Piratenmantel noch zu meinem Banditen, bis ich einen Hut gefunden habe. Ja, habe ich halt nur so ein Bandana, ist auch egal. Ich bin jetzt nämlich ein Hard-Rocking Space Pirate, yeah! Warte. Und was kann man da spielen? Hier gibt es irgendeinen Rock-Weihnachtssong, ist egal, scheiß drauf. Solo. Mit dem Cape und so, das macht schon was her, oder? Ja, Rush hatten auch Capes und so eine Scheiße. Cool. Zeitlang. Rush ist eine super 80s Band. Oh yeah, ich mach den Knieslide. Der Knieslide von Angus. Okay, so, wir suchen uns jetzt einen neuen Planet und zwar vorzugsweise, würde ich mal sagen, ein Forest. Lass mir mal bitte die Base rüber. Willst du den Base haben? Das ist ein E-Base, ist schön in Rot, finde ich ganz geil. Ich hab noch was anderes. Warte, ich muss mal schnell suchen. Wir müssen alles, was wir, alle Instrumente müssen wir hier dran messen. Ich hab noch was Besseres. Nee. Jens. Oh. Yeah. Ich bin Bill Clinton. Warte, wir machen Lutsch eine Band. Mir ein. Wir machen eine Band. Und die heißt Bill. Groß? Die heißt die Bill Clintons. Zusammen oder die? Nee, Bill. Alles auseinander und alle jeweils groß. Und okay, hab's. Und was spielen wir? Ja, Mortal Kombat. Mortal Kombat hab ich doch nicht, du Napp. Ist ja egal, das kriegst du mit. Oh, wenn ich Play drücke? Ja, solltest du. Okay, nee, doch nicht. Geil. Das klingt total scheiße. Wie wär's mit Star Wars Cantina? Ja, die haben wir, okay. Die Bill Clintons. The oder was? Oder hast Nein, du die? Die Bill Clintons. Weißt du, wie die Familie ja, quasi. Ja. Nee, also die in Deutsch, nicht die in ja. Englisch. Ja. Dann geht es tatsächlich nicht mit dem Songs mitkriegen. Dann nehme ich mal Star Wars Cantina Song. Hab Star Wars Cantina Song genommen. Steig ein. Ich spiel mein Solo. Ich höre dich nicht. Spielst du mit? Ich bin auch gerade verwirrt. Das ist ja seltsam. Nee, reicht jetzt auch mit den Instrumenten. Ich habe auch noch ein Banjo übrigens. Ich habe alles gefunden. Saugeil, wir sind eine reisende Piraten-Space-Band. Mein erster Mart, Budbot. Am E-Bass. Ja genau, spiel mir den Cantina-Song noch einmal. Ich habe die ganze Zeit, weil ich ja die Mundharmonika gehabt, das Lied vom Tod gesucht, aber nicht gefunden. Das ist natürlich eine gute Idee, ja. Ich suche jetzt mal nach einem Forest-Planet. Hier ist ein Forest-Planet, aber Dschungel wäre mir vielleicht sogar lieber. Gibt es mehr Holz und so, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jungle, da haben wir einen. Und da ist direkt daneben ein Forest-Planet. Ist auch nicht weit weg. Bitte. Da fliegen wir hin. Go! Lichtsprung initiiert. So, und jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Spielen, ja? Dann such du dir einen Namen aus, einen, den du schreiben kannst, du alter Legastheniker. Ich schreibe jetzt einfach Bill Clinton. Ja? Ja. Auseinander. Cantina-Lied. Ja. 3, 2, 1. Wir spielen irgendwie einen Kanon. Ist egal. Ist total scheiße, aber es ist egal. Wir düsen durch den Weltraum und spielen das Cantina-Lied. Ich weiß nicht, vielleicht haben Schreibst du Bill gemacht. Clinton falsch, Jens? Das Solo, jetzt steige ich gleich wieder ein, pass auf, für einen dramatischen Effekt. Warte, ich warte ab. Nee, es ist nicht synchron, es klappt nicht, ist komisch, dann ist das Musiksystem vielleicht im Eimer gerade. Take your bass. Danke.
Das Banjo kriegst du vielleicht. Muss ich mir noch überlegen, ob ich dich genug mag, um dir ein Banjo zu schenken. Hast du das Video gesehen, Legend of Hair Metal Mountain? Nee, beam down. Dann Doktor. Verstehst du den Witz jetzt nicht. Dr. Budbot, beam yourself down. Ist ein Dschungel, toll. hier so ein einäugiges Fliegenmonster. Schau mal, mein Schwert macht Energiewellen. Oh, Augenvögel. Ja, mein Schwert macht tot. Ja, mein Schwert nicht. Aber es ist okay, weil es sieht cooler aus. Manchmal ist gut aussehen auch wichtig. Vor allem im Weltraum als Space Pirat. Ja, vor allem, wenn man so ein kleines Schwert hat. Das nimmt dich doch niemand ernst. Ein kleines Schwert, come on. Das ist ein Zweihänder-Säbel. Das geht schon klar. Ich kann ja auch wechseln zu meinem Hammer, den ich von dir bekommen habe. Der ist auf jeden Fall ganz schön überlegen. So. Findest du hier gut, um eine Basis zu bauen? Ist ein bisschen regnerisch. Naja, es ist ein Dschungelplanet. Was erwartest du? Das ist irgendwie ganz schön seltsam marmoriert hier, der Boden. Titanium. Das nehmen wir mal mit. Also wenn, dann bauen wir uns eine Stahlbasis, oder? Schon so richtig mit Guards, Border und alles. Die Bäume gefallen mir nicht irgendwie, die sehen ziemlich böse aus. Nee, lass mich mal schauen. Sind das Gehirnbäume oder Augenbäume? Nein. Oder... Oh shit, the fuck! Wir sind Florence, ich glaube wir haben... Oh Mann, dieser Baum sieht tatsächlich richtig fies aus. Ist ja geil, warte, den fäll ich mal, um zu schauen, ob er sich wehrt. Oh, guck mal, Florence never step glitch ever. Ich bin sicher, bist du auch sicher hier? Greif mich ruhig an. Biggie Ape, nice monkey. Na toll. Ich klaue euch eure Blumenblätter aus der Kiste. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Florin, diese Kannibalen. Diese Bäume sehen richtig mies aus. Sehr übel. Ich glaube, Greenfinger, von dem die reden, ist der einzige Florin, der irgendwas auf die Reihe gekriegt hat. Der arbeitet, glaube ich, gerade für die Apex als Wissenschaftler. Tatsächlich. Irgendwas war da im Lore, ja. Okay. Jetzt hier ist wieder schön. Ich meine, du musst im Hinterkopf behalten, die sind so dumm, die brauchen Anleitung, um Feuer zu machen. Ja, die sind eine sehr junge Rasse, TM. Das gibt's doch in jedem Science-Fiction-Dings. Die junge Rasse, in Anführungszeichen. Nee, also hier finde ich es auch nicht so schön, muss ich sagen. Wir können ja mal auf den Forest-Planeten nebenan fliegen, wenn du möchtest. Weil, ich meine, wenn wir eine Basis bauen, ist schon ein ganz schönes Commitment. Die soll ja auch richtig geil werden, ne? Dann wollen wir das natürlich richtig machen. Da wollen wir hier nicht irgendwie Quatsch machen, da wollen wir einen schönen Planeten und alles. Alles voll dabei. Wir sollten auch mal nach Stahlstrukturen, also so Apex-Basen oder so, Ausschau halten, um die dann abzubauen. Wir gehen jetzt hier nochmal ein Stückchen und schauen. Und wenn wir da jetzt nichts finden, dann fliegen wir mal auf den anderen Planeten. Oder? Finde ich gut. Das erklärte Ziel ist halt echt eine Basis bauen. Landsmann von dir kaputt gemacht. Wie? Du hast einen Affe getötet? Ja, so ein Sweatpants-Händler. Darauf! Sweatpants! Da steht die Todesstrafe. Also Sweatpants tragen, ne? Ja. Oh, guck mal. Ey. Was denn? Jetzt hast du noch was getötet. Oh, shit! Was ist das eigentlich für ein Ding? Immer. Death to the Heathens. Das hat mich geheilt, das Ding. Kommt doch her. Hier ist mein Hammer. Ich muss was essen. Mein Hammer erwartet euch. Jetzt im Spiel oder in real? Willst du schon wieder eine Pizza bestellen? Schön wär's, aber nee. Ach ja. Kennst du das doch auch, ne? Pizza-Hunger, das ist so eine ganz spezielle Art von Hunger. Ja, die schlimmste Art. Vor allem, wenn man dann 1,5 Stunden warten muss. So wie du. Ja, das war wirklich schrecklich. Das war wirklich echt, echt schrecklich. Oh, Kohle. Wichtig. Wichtigste Rohstoff. Hab ich ja gesagt. Ich hab's nicht mehr mitbekommen. Die Pizza war super. Die auch Pizza war gut. Ja, die war schon noch warm, doch. Also für 1,5 Stunden war die noch äußerst warm. Das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube einfach, die hatten zu viele Bestellungen oder so. Ja, das kann ja mal passieren. Also das Trinkgeld schon... gab es trotzdem nicht, richtig? Nee, nach 1,5 Stunden gebe ich kein Trinkgeld mehr, sorry. Aber ganz im Ernst, also Pizza... Auf Pizza warten ist das Schlimmste, wenn du Pizza bestellt hast und darauf wartest und... Ja. Die Leute, die auf ihren AIDS-Test warten und so, die haben nicht... Die haben keine Ahnung. Ja, genau. Du musst natürlich schon wieder so einen direkt heftigen Witz machen, weißt du? Ja. Kennst keine Gnade. Du bist herzlich eingeladen, mit mir Cards Against Humanity zu spielen. Ich hab Cards Against Humanity im Gegensatz zu dir. Ja, aber du hast noch nicht mit dem Meister gespielt, mit mir. Sag mal, ich bin der Meister in Cards Against Humanity. Ich hab das ganze Spiel komplett ausgedruckt, selber laminiert, ausgeschnitten und in der Sonne trocknen lassen.
auf einem großen Tisch. Da habe ich ein Foto von. Das sieht total geil aus. Ernsthaft in der Sonne? Ja, ja, klar. Das ist total geil. Das ist richtig geil. Also das war so ein richtiger, so ein Nachmittag Arbeit, aber es hat sich voll bezahlt gemacht, weil ich bisher immer mal beim so in der Kneipe beim Bierchen oder so das Ding mal mitgebracht und alle so, yeah, geil. Ist jetzt alle mittlerweile deine Freunde schon, so, was bist du für ein Perverser? Nee, alle fallen da voll drauf ab. Also für die von euch, die es nicht kennen, Cards Against Humanity ist ein super simples Party-Kartenspiel für schlechte Menschen. Da steht, was? Vielleicht mache ich mal echt mit dir ein Cards Against Humanity LP oder so, keine Ahnung, über Skype oder so noch ein paar Leute einladen. Das wäre, ja, glaube ich, ja, total lustig. Das ist nämlich, also erstmal erkläre ich mal vielleicht das Spielprinzip. Erstmal gucken, was er zu verkaufen hat. Nichts, nichts, ich, ne? Spaßt. Was soll das? Ach, da macht er was. Ja, was denn jetzt? Kollege, willst du mir was verkaufen oder nicht? Nee, er will nur nach links und rechts laufen. Ja, also Cards Against Humanity, super simpel. Es gibt eine schwarze Karte, die gibt halt so eine Aussage oder eine Frage wieder. Zum Beispiel, keine Ahnung, Michael Jackson auf dem Sterbebett, als letztes hat er was gesehen, und dann ist da immer eine Aussparung auf den Karten. Und jeder zieht halt weiße Karten und da stehen dann teilweise richtig versaute und abgefahrene Sachen drauf, und es gewinnt dann immer der, dessen Aussage quasi von der Person, die die Karte vorgelesen hat, das ist ganz simpel, ja, als Bestes empfunden wird. Und das Spiel wird besser, umso schlechtere Menschen ihr und eure Freunde seid. Und es ist einfach ein riesiger Spaß. Es kommt bei allen eigentlich ziemlich gut an, mit denen ich das gespielt habe, und lockert eine Party ganz schön auf. Ist komplett Open Source. Also die Leute aus den USA, die es erstellt haben, haben es Open Source rausgebracht. Man kann es sich runterladen und ausdrucken. Man kann es auch tatsächlich von denen kaufen. Also schon eine fertige Version, allerdings nur aus den USA. Das muss man dann importieren und so. Also habe ich mir es einfach ausgedruckt. Das ist übrigens auch, Jens, das weißt du vielleicht auch nicht, ist in Deutschland rausgekommen als ein, ach, als, ja, als ein Bootleg. Also es hat eine Firma hier, weil es ja Open Source ist, haben die einfach echt die Karten gestohlen und übersetzt selber, aber dann Geld dafür verlangt. Und ja, das war so eine dreckige Nummer, das ist dann ganz schnell vom Markt wieder verschwunden, weil es halt einfach geklaut war. Ja, deshalb hatte ich mich gewundert, dass es sowas nicht schon längst auf Amazon gibt. Ja, gab es eine Zeit lang, hat aber ganz, also das ist eine, ja, ganz miese Nummer. Hier auf dem Planeten, ja, scheint irgendwie nichts Spannendes zu sein, Mensch. Was würde Großmutter verstörend, aber gleichzeitig auf eine seltsame Art anziehend finden? Antwort, ja, ein großer schwarzer Schwanz. Zum Beispiel, aber es gibt nicht nur Peniskarten. Es gibt dann auch so Sachen, wo eine Karte, wo einfach, einen größeren, schwarzeren Schwanz. Es gibt eine Karte, auf der draufsteht Optimus Prime oder Mecha Hitler oder so. Und, genau, und dann muss man halt einfach blöde Kombinationen finden, und dann lacht man sich total in den Ast, weil das halt total Banane ist, aber voll lustig. Wenn man halt auf so Humor steht, ja. Das Beste ist die Haiku-Karte. Ja, das stimmt. Mache also, ein Haiku. Ja, kannst du ja auch mal erklären. Das will ich jetzt gerade nicht erklären, ist mir zu kompliziert. Oh, pass halt, auf. Halt, Secret Door, ja, wollte ich gerade sagen. Na. Secret Door, Screaming Fischertron. Oder ein Beautiful Woodhammer. Nein, Crap. Ich wünschte, man könnte es verkaufen, aber selbst diese Waffen haben keinen Wert assoziiert damit. Erklär doch mal die Haiku-Karte, die am Ende gespielt werden kann. ich dachte, die kommt auch zwischendrin. Also es gibt natürlich Hausregeln, dass du ja am Ende spielst. Mach ein Haiku. Du hast die Karten übrig, da steht dann halt Mist drauf. Zum Beispiel ein großer schwarzer Schwanz. Da muss man aus den drei Karten halt ein Haiku machen. Ihr wisst, dieses japanische Gedicht mit Dreizeiler. Fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben. Muss aber nicht. Einfach nur drei Karten. Ja. Da kommen halt so Sachen raus wie Tweeting, Rosie O'Donnell. Ein großer schwarzer Schwanz. Ein großer schwarzer Schwanz, genau. Toll, Jens. Das war's auch mit der Kinderfreundlichkeit, wa? Aber so ist nun mal Cards Against Humanity. Ja. Es ist, ja. Es ist so, oh Mann, sau viel Kohle, sehr gut. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So viel wie du über. Alte Leute riechen Sachen am geredet hast. Vietnam-Flashbacks. Jetzt reicht's. Ja, vielleicht machen wir das tatsächlich mal. Also mal spielen, wenn das Interesse da besteht, weiß ich ja nicht. Aber ja. Ich würde sagen, wir beamen uns mal hoch und fliegen auf einen anderen Planeten. Das hier ist Mist. Achso, es gibt auch nichts online, ne? Also es hat jemand eine, ja, Seite, ja, weil es Open Source ist, ja. Klar. Einfach mal googeln. Genau. Man kann es kostenlos online spielen, wie gesagt, ausdrucken, und es gibt auch online, ja, Online-Tools, dass man es halt über irgendwie über einen Webbrowser oder so spielen kann. So, dann hau mal deine Kohle hier in meinen Tank. Ja, genau. Wegzoll zahlen. Deinen Tank. Your money. Fool. Give money. Okay. Also, wir haben hier einen Forest-Planeten direkt neben mir.
Also direkt hier neben. Der kostet, glaube ich, nichts zu fliegen, ne? Auf den... Ein Fuel. Ein Fuel, ja, das ist völlig verkraftbar. Dann können wir den ja voll easy auschecken. Und ich glaube, das, wo wir hier uns gerade befinden, ist Teil einer Konstellation. Das bedeutet halt auch, dass man da drin ja besonders günstig reisen kann. Ja, das ist Teil einer interstellaren Bahnlinie. Oder behauptest du das? Nee, das behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, was sonst für einen Sinn diese Konstellationen haben soll. Keine Schauen Ahnung, wir mal. Wenn du genau hinguckst, ist es ein großer schwarzer Schwanz. Oh, Jens. Ich glaube, du möchtest was kompensieren. Nee, du hast mit dem angefangen. Ich habe mit was anderem angefangen. Ich setze mich jetzt auf meinen Bürostuhl. Ja, mach. Red nicht mehr mit dir. Geh auf dein Zimmer. Du sollst nicht solche schmutzigen Fuck Sachen sagen. Fuck you, Dad. Ich habe gerade Kevin allein zu Hause gesehen als Weihnachtsspecial mit meiner Freundin. Oh nein. Ja, da ist Kevin ist auch schon ein ganz schönes Arschloch. Der flucht am Anfang vom Film so hart seine Eltern an. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den damals so gemocht habe, den Film. Weil das mit dir genauso abläuft, ja. Na, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der, ja. Ist schon lustig. Das ist schon lustig. Also, bin ich schon mal runter. Eigentlich noch der Schauspieler, ja, umgebracht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er voll das abgeranzte Drogenopfer geworden, der Macaulay Culkin. Ja. Heißt er. Kann man mal googeln. Der ist ganz schön abgestiegen. So kann das auch mal passieren mit Kinderstars, ja. Entweder werden die Britney Spears und rasieren sich die Haare ab oder Macaulay Culkin oder was weiß ich. Manchmal hast du auch Glück und dann kommt da sowas wie Justin Timberlake daraus und der ist dann tatsächlich auch noch ein guter Schauspieler, mehr oder weniger. Der hat in einem Michael Jackson-Video mitgespielt. Ja, und? Der war auch auf diesem Disney-Kram. Mann, was schon wieder für Themen? Ich weiß und auch nicht. Und er lebt noch, er ist erst 33. Ja, er lebt noch. Britney Spears lebt auch noch. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber tatsächlich lebt die noch, die Tante. Warum weiß ich das Robot überhaupt? Chicken war er auch. Eigentlich interessiert es mich gar nicht. Jetzt hör auf davon. Ich will nicht. Wir sind doch hier nicht bei TAF. Beam nicht mal auf den Planeten. Und der war in. Wir sind hier im Weltraum. Oh! Bunte Gehirnbäume. Das ist ja weihnachtlich. Ja. Oh ja. Schau mal, großartig. Ich brenne. Juhu! Ich habe Feuerwerk für dich gemacht. Oh, toll.